Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome 2 Total War, die imperiale Kampagne mit den Sueben. Und im letzten Teil haben wir Kasurgis angegriffen. Wir wollen etwas unsere militärische Position verbessern, um ein paar Stämme in unsere Konföderation mit aufnehmen zu können. Und Nebel ist insofern nicht verkehrt, weil ich glaube ich keine Plänkler habe. Deswegen sage ich mal Aufstellung starten. So, dann zeige ich mir das doch mal. Wie sieht denn das hier aus? What? Wie soll man denn hier hochkommen? Hä? Warte mal, was? Also meine Truppen stehen momentan hier. Und wo kann ich die aufstellen? Hä? Ach, ich kann... Ah, da ist ein Tor. Okay, alles klar. Die ist ganz schön groß, die Stadt hier. Da ist ein Victory Point. Yeah! Und da ist noch ein Tor. Mhm. Aber da komme ich gar nicht hoch. Hä? Okay. Weil wenn ich erstmal diese ganzen... Ich glaube, ich hätte es besser automatisch machen sollen. Wenn ich diese ganzen Leitern da jetzt erstmal so einen Berg hochschieben muss. Wie unter anderem auch hier. Dann dauert das ja Jahrzehnte. Hier zum Beispiel, da komme ich ja gar nicht hoch. Wow. Das ist echt voll die üble Festung. Gut. Dann mach mal folgendes. Nee, mach es nicht. Die Kämpfer sind bereit. Beulen herbanne. Okay. Kann ich hier hoch? Ich kann es gerade echt nicht sagen. Vielleicht. Und die anderen Truppen? Warte mal, ich schieb den mal hier rüber. Die anderen stelle ich hier hin. So, ich hoffe mal, die kommen irgendwie hier hoch. Jetzt zeig mir noch mal, gab es hier irgendwo noch ein Türchen? Gab es hier irgendwo noch ein Türchen? Hier auf der Seite nicht. Hier gab es noch eines. Dann stelle ich euch mal gerade hier auf. So, und dann sage ich mal, Gefecht starten. Du keine nehmen und mit Wut und Verachtung in den Straßen kämpfen, bis diese elende Feiglinge allesamt ausgerottet sind. Zeigt ihnen keine Gnade, Krieger. Tötet jeden, der euch begegnet. Geht doch gleich auf und erspart euch das Leid. Hm. Nice. So, ja. Herbensperre! Die Herbensperre. Oh, da muss ich den Part, glaube ich, ein bisschen, cutten. Das könnte eine längere Angelegenheit werden, bis die alle da sind. Ja. Ja, ich cutte mal ein bisschen. So, kleine Planänderung. Ich, shit, der hat mir das Ding da abgeschossen. Naja, großartig. Okay, ich hab's also so gemacht. Ich hab meine Einheiten nochmal neu positioniert, denn... What the fuck? Wo kommen die denn jetzt alle her? Die standen doch vorhin da alle unten am Tor. Ach, du meine Fresse. Germanische Krieger! Warum hat der einen Gen dabei? Mach mal schnell, hier. Rückt aus, Krieger! Wir hungern nach Blut und Kampf! Ja, mach mal so. Also, kleine Planänderung. Ich hole mir jetzt da hinten das Tor. Denn... ich krieg ihn nicht anders. Herbandsperre! Sie werden für uns bluten! Kriegrim, ihr nach! Ja, vielleicht verliere ich jetzt eine Einheit, aber
Das ist okay. Leia, lauft aber trotzdem weiter, bitte. Also wir müssen ja jetzt auch nicht komplett aufgeben, ne? Zum Kampf bereit! Vorwärts! Das... Ne, Tatsache, da stehen sie ja noch. Wow. Übelst. Ja, ja, bitte weiter. Lauft mal da weiter in die Richtung, Söhne Odins. Ein bisschen weniger schrill hätte es sicherlich auch getan, aber ist okay. Weiter, weiter, weiter. Die flüchten jetzt schon. Dann greift die mal an. Mach mal hier Raserei. Na komm. So, ihr kommt hier hin. Okay, die eine Einheit ist schon weg. Krieger, bereit! Warum rennst du nicht? Du Dödel. Ja, drauf. Raserei. Die nächste schlägt er mir wahrscheinlich auch noch mit den keltischen Stammeskriegern in die Flucht. Speerkämpfer, bereit zum Kampf! Ja, lasst euch am besten abknallen. Ja, das ist krass. Also ich habe da kaum Chancen gegen seine Heerbannspeere. Schwerter! Ja, bleib schön da. Shit, jetzt kommen die Plänkler zurück. Dann habe ich wahrscheinlich erst recht keine Chance mehr gegen ihn. Ja komm, Attacke, Junge. Komm, drauf. Und jetzt rein. Nein, nicht du. Hier, ihr rein. Nein, fuck. Ah, Mist. Oh Mann, ey, bin ich so... Ja, jetzt ist das Tor wieder weg. Junge, ey, was geht denn ab? Hier, Angriff. Weiter, weiter, weiter. Schaffe ich nicht mehr. Da flüchtet noch eine Einheit. Krass. Ah, shit, der pusht nur sich selbst, oder was? Oh, fuck. Heerbannspeere! Wow. Hä? Falsche Einheit? Die meinte ich gar nicht. Hier. Da. Krieger, bereit! Ey, du musst doch diese doofen Plänkler da packen. Das sind nur keltische Plänkler, Junge. Na also. Mach ihn kalt. Also ich sage nur nochmal, wenn ich das automatisch gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht 20 Mann verloren. Oder, naja, nicht ganz, aber viel, viel weniger. Es ist das typische... es ist ein typisches Total War-Problem. Ich gebe mal wieder ein bisschen Gas. Man wird immer bei... Ja, hol dir das bloß nicht, ne? Man wird immer bei Belagerungen viel, viel weniger Verlust haben, wenn man diese Schlachten durch die KI machen lässt. So, und jetzt rein da. Ey, Alter, du willst mich verarschen. Seht ihr das? Ich krieg's nicht. Ich krieg das Tor nicht. So, und jetzt... Wieso läuft ihr raus? Komm, Kinder, rein. Okay, schön. Na, dann geht's ja doch noch. Irgendwie waren die mit ausgewählt, offenbar, und sind dann immer wieder weggelaufen. Ich vermute, dass die irgendwie mit ausgewählt waren. Es könnte sein, dass dadurch dann auch die Verluste insgesamt ein bisschen höher waren, aber in Herrgotts Namen. Gut, gut. Konnte ich jetzt auch nicht... Oder ich sag mal so, ist auch meine eigene Schuld, wenn ich das verrafft habe. Nicht die KI dafür bestrafen, dass ich ein Dödel bin. Auch wenn ich das manchmal gerne machen würde, aber...
So. Also. Es geht weiter. Holen wir uns den Rest der Stadt. Schildwall. Ihr habt unsere Speere! Rückt auf, Krieger! Angriff! Oh! Bewegt euch! Schmeiß ich mal da rein. Schwertmeister! Wir holen uns so, Kopfgeldjagd für dich. Man muss auch sagen, oh, jetzt hat er irgendwie meine Einheit abgewählt. Ja, gut, Gefecht beenden bitte, jawohl. Wie viele Einheiten habe ich komplett verloren? Eine, offenbar, okay. Man muss auch sagen, die Eroberung so einer Stadt ist immer deutlich schwieriger als eine Feldschlacht. Das hat was damit zu tun, weil die Türme bei der KI wesentlich krasser schießen und viel mehr Schaden machen. Und das hat bei den Germanen dann nochmal den... Oh, die habe ich tatsächlich noch behalten. Krass. Ja, besetzen bitte. Und da gibt es nochmal eine Rangerhöhung. Was hast du? Baukosten? Ich mache aus dir einen listigen Strategen. Gut, wir sollten vielleicht nochmal gerade reingucken. Karl, General, Kasurgis. War das jetzt der Karl? Ne, das war der Klodokar, ja. Das ist doch gut. Und das ist der Karl, genau, weil der Karl, der darf kein Eroberer werden. Denn, als Eroberer... Kannst danach übrigens hier runtergehen. Oh, und bevor ich hier... Ich sehe da nämlich gerade was. Der Karl darf kein Eroberer werden, denn sonst stärkt er ja die andere Fraktion innerhalb meines Stammesverbandes. So, die erste Technologie, die wir erlernen, ist die Nachschubsuche. Das machen wir, weil wir dadurch Streiter bekommen. Und dann gibt es ja noch eine Technologie. Was sollen wir erforschen? Mal gerade gucken, wahrscheinlich finde ich es gleich. Kriegstanz. Kriegstanz müssen wir erforschen. Dafür kriegen wir nochmal eine Belohnung. Sollten wir also auch gucken, dass wir das bald machen. Weil am Anfang brauchen wir natürlich Geld. Wir kriegen am Anfang nicht so viel Geld. Ich könnte natürlich noch hier ihn ersetzen, den Karl. Und da noch einen von meiner Sippschaft mit reinhocken. Aber das gucken wir mal, ob wir das so machen. Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. So. Das Territorium ist das nächste. Es dauert mindestens 2 Runden, bis wir da sind. Also haben wir jetzt 2 Runden, in denen wir mit unserem Geld was machen können. Ich möchte gerne nochmal... wir könnten die Rugia fragen. Die scheinen uns ja zu mögen. Wen wollte ich denn gerne haben? Die Goten. Die Götter lassen mich euch zu gehören, aber vergeudet nicht meine Zeit mit leeren Worten. Keine Sorge. Würden sie machen, ne? Niedrig. Wir haben ein bisschen an Stärke gewonnen, denke ich. Ach, scheiße. Warum machen die das nicht? Normalerweise machen die Goten und die Rugia das sehr, sehr flott, aber ich glaube, da hätte ich das automatisch machen müssen. Mein Freund. Wir besprechen alles, was ihr wünscht. Doch bringt uns Worte, die unsere Herzen erwärmen. Denn jetzt habe ich das Problem. What? Die wollen echt nicht? Krass. Denn jetzt habe ich das Problem, dass meine Armee so krass geschwächt ist. Und das könnte in der Tat ein Grund sein, warum das jetzt schwieriger für mich ist.
die Goten und die Rugier zum Beitritt in die Konföderation zu bewegen. Ihr seid willkommen, doch meine Vorfahren und mein Volk erwarten, dass ihr sinnvoll und ehrlich sprecht. Das will er nicht. Handelsabkommen will er auch nicht. Dann müssen wir gucken, dass wir die Beziehungen anderweitig verbessern. Seid gegrüßt! Sprecht gerade! Fuck! Die Markoman bekomme ich, das weiß ich. Willkommen, würdiger Freund! Lasst uns Brot brechen und Bier trinken, ehe uns Worte über die Lippen gehen. Ah, deine Stimme ist einfach nur fürchterlich. Jetzt muss ich wieder diese Diplomatie-Geschichte da machen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass es jetzt ein bisschen länger alles dauert. Was ist denn hier mit den Kimbern? Ich heiße euch willkommen, würdiger Redner. Ich höre euch zu, weil euer Volk als ehrenhaft... Wie kriege ich die auf meine Seite? Ich habe natürlich schon mal mit dieser Fraktion Probe gespielt. Da habe ich in der ersten Runde die Goten und die Rugier zur Konföderation bekommen. Trag eure Anliegen gut und schnell vor. Nee. So schnell dann auch nicht. Okay. Seid gegrüßt, mein Freund. Wir besprechen alles, was ihr wünscht, doch bringt uns Worte, die unsere Herzen erwärmen. So. Noch da nochmal ein bisschen Kohle bekommen, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Gut, also ich meine, ich habe für 4000 habe ich sowohl die Goten als auch die Rugia gekriegt. Wenn ich jetzt einen Handel mit den Lugiern mache, dann mögen mich die Goten aber nicht mehr. Und es ist schon ganz wichtig, dass die hier, was haben wir denn da? Agentenaktionen gegen Goten und Militäraktionen. Vielleicht kriegen wir sie in Runde 2 ansonsten. Wie sieht das mit den Rugiern aus? Die Aktion gegen Rugier. Abkommen mit Kimbern. Ja, das mögen die halt nicht. Ich heiße euch willkommen, würdiger Redner. Ich höre euch zu, weil euer Volk als ehrenhaft bekannt ist. Jetzt haben die auf einmal gar keinen Bock mehr. Warum konnte ich die denn vorhin so in meinem Probespiel so gut... einlullen. Wir hören uns eure Angebote gern an, aber wickelt sie nicht in Lügen ein. Die Geister kennen die Wahrheit. Ja, 3000 machen sie. Ganz schön teuer allerdings. Okay, gut, aber man sollte sich auf jeden Fall in der ersten Runde ein oder zwei Verbündete holen. Das ist doch jetzt mal ganz schön. Du gehst direkt runter nach Furdum. Da hätte ich dich nämlich gerne. Und in dieser Stadt brauchen wir eine... Ja, ich will jetzt nicht sagen, da brauchen wir jetzt schon eine Garnison, aber sie würde nicht schaden. So, wie sieht denn das jetzt hier aus? Seid gegrüßt! Ich hoffe, ihr kommt mit ehrenhaften Worten zu mir, die ich mir gütig anhören werde. Claro. Mist. Okay, dann ich sollten wir vielleicht jetzt willkommen, ein Handelsabkommen mit denen machen. Ich höre euch zu, weil euer Volk als ehrenhaft bekannt ist. Ui, die sind aber teuer. 57 nur. Tja, wir könnten ihm anbieten, den Cheruskern den Krieg zu erklären, weil wir mit denen auch bald im Krieg sein werden. Tja, ja.
Auf der anderen Seite hätte ich ja lieber gute Verhältnisse mit den Cheruskern. Wen mögen denn die Noriker nicht so? Die mögen die Boi. Das ist natürlich dann nicht so geil. Dann werden die kein Handelsabkommen mit mir machen wollen. Ich heiße euch willkommen, würdiger Redner. Ich höre euch zu, weil euer Volk als ehrenhaft bekannt ist. Also hier, die Investitionen in die diplomatischen Beziehungen sind schon nicht so ganz unwichtig. Wenn wir denen eine Zahlung anbieten von, sagen wir mal, 420 oder machen wir mal 280, vielleicht machen sie das schon. Nee. Die sind ja verlässlich, insofern können wir denen da ruhig ein bisschen Geld geben. Hättet ihr nicht etwas Gold für mein Volk? 840 ist aber viel. Ihr habt so viel und wir wollen nicht zu Sklaven des Neids werden. Ja, aber 840 sind mir fast schon wieder ein bisschen zu viel, aber ist okay. Denn die Lugia hätte ich natürlich auch noch gerne in meiner, die hätte ich natürlich auch noch gerne in meiner Konföderation dabei. Vielleicht kriegen wir die noch dazu. Ja. Machen die jetzt auch ein Handelsabkommen mit mir? Willkommen, würdiger Freund. Lasst uns Brot brechen und Bier trinken, ehe uns Worte über die Lippen gehen. Wir brauchen den Ruhm des Kampfes. Wir stehen euch gegen diese finsteren Feinde bei. Ja, ist vielleicht ansonsten interessanter, mit denen das Abkommen... Ist vielleicht interessant, mit denen das Abkommen zu machen, weil sich dann nochmal unsere Beziehungen verbessern. Insofern mache ich das. Auch wenn ich es nicht brauche, um hier zu gewinnen, aber... Mein Volk wird mir ob dieser neu... Aber die werden uns dafür halt lieben und das ist schon wichtig. Mit einem gemeinsamen Kriegsgegner kann man da immer was erreichen. Gut, Leute, ich mache jetzt an der Stelle nochmal Schluss. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bis dahin. Pax vobiscum, valete.